So, ich hoffe, der Hintergrund sieht einigermaßen aus. Ich wollte ein spontanes Video mit euch machen. Normalerweise geht es hier auf meinem Kanal hauptsächlich um Daily Vlogs zurzeit. Wir haben eine Tochter bekommen, die Livia, die ist jetzt 8 Wochen alt und sie wird voll gestillt. Und zu diesem Thema wollte ich ein Video mit euch machen. Denn heute Nacht, als ich gestillt habe, oh Wunder, habe ich hier Kommentare gelesen. Oder als ich halt fertig war, Livia war schon wieder eingeschlafen und ich konnte wieder mal nicht mehr einschlafen, habe ich Kommentare gelesen. Und ich habe einen Kommentar bekommen von einer anderen Mama, wo das Baby ungefähr im selben Alter ist wie meine Livia, meine Tochter. Die ganz süß schläft im Tragetuch. Jedenfalls hat diese Mama gesagt, mich gefragt, wie oft ich am Tag stille und ja, dass sie ihre Tochter 15 Mal am Tag stillt und dass ihr sehr viel erscheint. Und ja, sie hat mich halt so gefragt, wie es bei uns ist, weil in den Videos, die Daily Vlogs, es kommt jeden Tag ein Video von uns online zurzeit, kommt es wohl so rüber, als ob Livia sehr viele wache Phasen hat, oder was heißt sehr viele, dass sie wache Phasen hat und dann sehr viel so mit sich alleine beschäftigt ist und nicht knöttert, nicht quengelt, halt so voll das easy peasy Baby ist, ne? Es ist mein zweites Kind. Der Calvino ist ja schon 10 Jahre alt. Den habe ich damals auch gestillt, allerdings nur bis zur 6. Woche. Und ja, ich erkläre euch jetzt, warum das so war, dass ich ihn nur bis zur 6. Woche gestillt habe, wie oft ich sie stille und wie lange und wie das alles eigentlich so ist, was man aber in den Videos nicht sieht, weil natürlich, wenn die Kleine am Knöttern ist, dann hole ich nicht die Kamera raus und zeige das so. Oh, guck mal hier, die Kleine ist am Knöttern. Oh, ist sie nicht süß, wenn die knöttert? Oder oh, ist das nervig, wenn die knöttert? Oder so, das will ja niemand sehen, ne? Würde auch nicht filmen, weiß ich nicht, wenn wir streiten im Daily Vlog, dann sage ich ja auch nicht, warte, ich hole mal eben die Kamera raus. Ich zeige mal eben, damit das realistisch ist. Sowas filmt man einfach nicht. Es will ja auch niemand sehen. Davon mal ganz abgesehen, was ich wohl sage in den Videos ist, das habe ich erst gestern in dem Vlog gesagt, dass ich jetzt aufhöre zu vloggen, weil die Maus ist, ihr geht es nicht so gut, sie braucht mich, sie will viel kuscheln, sie ist ein bisschen unruhig, findet nicht in den Schlaf und deswegen habe ich aufgehört zu vloggen. Oder dass ich gesagt habe, schon mal in einem Video, wir haben jetzt nicht gevloggt, 4, 5 Stunden, den ganzen Nachmittag oder wie auch immer, weil wir hatten schlechte Laune und so, ne? So was sage ich euch ja auch, nur dann hole ich nicht die Kamera raus, weil dann ist mir einfach nicht danach, die rauszuholen. Aber ich erzähle euch das. Gut, jetzt kommen wir aufs Thema Stillen zurück. Bei meinem Sohn war das so, vor 10 Jahren oder jetzt fast 11 Jahren, da gab es zwar auch schon Internet und Facebook, glaube ich auch, ich weiß es gar nicht genau, aber da, ja, da gab es Facebook, genau, aber da war ich da nicht so aktiv und da gab es, glaube ich, noch nicht so viele Gruppen und so was Stillen auf Facebook. Also ich habe mich überhaupt nicht informiert, ich habe einfach gedacht, ich stille und fertig. Und ich finde ja immer noch, der Sprung von 0 Kinder auf einem Kind ist der schlimmste, in Anführungsstrichen, weil man muss auf einmal so viel zurückstecken. Also vorher kann man machen, was man will und wann man will, außer man ist jetzt halt arbeiten oder so. Man hat halt total die Freiheiten und plötzlich ist da dieses Würmchen, was auf dich angewiesen ist, was Bedürfnisse hat, die man über alles stellt. Diese Bedürfnisse von dem kleinen Würmchen, von dem Baby, sind wichtiger als die eigenen. Und das ist halt so eine ganz neue Erfahrung, fand ich zumindest damals, dass selbst wenn ich auf Toilette muss, also so Grundbedürfnisse habe, dass ich anhalte, bis mein Baby halt glücklich ist. Und mein erstes Kind, das war sehr unglücklich. Wirklich sehr unglücklich. Ich wollte dem auch keinen Schnuller geben damals. Ich fand das einfach falsch und ich habe ihn halt gestillt. Und mein Umfeld hat mir halt damals so gesagt, ja, du musst halt Abstand reinbringen in die Stilleinheiten. Der darf nicht hier, weiß ich nicht, dauernuckeln und dies und das. Alle 3 Stunden maximal und dann muss der durchschlafen, das muss der lernen und so. Und deine Milch reicht nicht und die macht nicht satt und du musst zufüttern. Ja, und so habe ich dann halt mit 6 Wochen, war Calvino ungefähr alt, habe ich angefangen zuzufüttern mit Flasche Pränahrung. Und ich habe dabei geweint, als ich ihm das gegeben habe. Ich war so traurig. Ich hatte aber auch so Schmerzen. Ich hatte wunde Brustwarzen, die haben geblutet. Das tat so weh. Ich habe schon immer gedacht, oh mein Gott, jetzt muss ich ihn gleich wieder anlegen.
und habe dann geweint, wenn ich ihn angelegt habe, weil es so weh tat. Und ich war so hilflos, ne, so wirklich hilflos, dass ich dann wirklich, ja, zur Präflasche gegriffen habe. Und das war halt der Anfang vom Ende, ne, um so, also man gibt eine Präflasche und Bedarf und Angebot und Nachfrage, so ist es. Also man stillt halt und dadurch wird mehr Milch produziert. Also das Baby trinkt so viel, wie es braucht und bestellt sich die Milch für morgen. So viel produziert der Körper an Muttermilch, wie das Baby braucht. Wenn ich natürlich eine Flasche Pränahrung gebe, trinkt das Baby nicht an der Brust und so ersetzt es halt eine Mahlzeit, aber in dem Moment weiß mein Körper auch nicht, also es denkt halt, das Baby braucht weniger Milch und produziert weniger. Und so ist man ganz schnell bei 2 Flaschen, 3 Flaschen und man stillt halt quasi ab. Mal abgesehen von Saugverwirrung, was da alles passieren kann, weil das ist fürs Baby wesentlich einfacher, an einer Milchflasche die Milch zu nuckeln. Das geht ja auch, ist die Flasche leer, als an der Brust die Milch rauszunuckeln. Deswegen, ja, mögen die es halt nicht mehr irgendwann unter Umständen an der Brust zu trinken. Genauso wie bei Schnullern, die sollte man auch nicht verwenden. Egal, das ist wieder ein anderes Thema, Saugverwirrung. Jetzt, deswegen habe ich damals abgestillt. Also es ist dann halt innerhalb von 2 Wochen oder so, hatte ich keine Milch mehr. Das war dann weg und mein Sohn hat halt nur noch Milch getrunken. Und somit, als ich dann jetzt schwanger war, ich wollte unbedingt stillen, unbedingt. Ne? Ich habe gedacht, ich muss das schaffen. Ich habe mich ganz viel belesen. Ich bin auf Facebook in sämtliche Stillgruppen beigetreten, einfach nur um Erfahrungsberichte zu lesen oder Fragen, was die anderen Mamas so für Fragen haben. Und ja, die häufigst gestellte Frage ist, es normal, dass mein Baby, sage ich jetzt mal 6 Wochen alt, dauernuckeln will oder so, ne? Dass es quasi nur an der Brust will und immer unzufrieden ist und nur auf mir ist und ich kann gar nichts mehr machen und so. Und diese Stillberaterin dort haben immer geschrieben, das ist völlig normal. Stell dir vor, ne, du bist 9 Monate oder wie lange auch immer in einem Bauch und du hast gar keine Bedürfnisse, du bist einfach glücklich. Du bist rundum versorgt, du musst nicht essen, du musst nicht trinken, du hast nie Hunger, dir ist nie kalt, dir ist nie warm, es ist immer super alles. Und auf einmal kommst du auf diese Welt, es ist hell, es ist kalt, Anziehsachen, man hat Hunger, man muss auf Toilette, also in Anführungsstrichen, man muss halt Geschäfte verrichten, die gehen ja noch nicht auf Toilette. Aber wisst ihr, was ich meine? So diese ganzen Eindrücke, die Babys verarbeiten müssen. Und die sind halt einfach am liebsten auf oder an uns. Und die Brust ist nicht nur Nahrungsaufnahme für die Babys, die ist einfach alles. So, das hält sie am Leben. Das ist so, wenn die Brust sehen, die riecht. Also wenn ich die Livia auf den Arm habe, obwohl ich angezogen bin, die fängt an zu suchen. Die riecht das einfach, dass da die Milch ist. Und die haben halt einfach das Bedürfnis nach Nähe, Kuscheln und Schuckeln und deswegen trage ich sie auch so viel. Das macht sie auch sehr zufrieden. Also sie schläft am allerbesten im Tragetuch. Sie schläft zwar auch beim Stillen ein, an der Brust und so, aber da wacht sie dann auch oft wieder auf oder wird halt unruhig und will wieder die Brust haben. Schläft sie aber im Tragetuch ein, schläft sie meistens 3 Stunden durch. Also es ist unglaublich. Und das ist sehr praktisch. Erstmal ist Schlaf gesund fürs Baby, fürs Gehirn, für alles. Und zweitens ist es für mich praktisch, ich kann hier meinen Haushalt machen. Ich glaube, meine Haare standen ein bisschen zu Berge, ne? Sorry. Ja. Alles gut? Ja. Wo war ich stehen geblieben? Dass sie halt im Tragetuch am besten schläft, ne? Weil viele sagen natürlich auch, ja, du verwöhnst dein Kind, also jetzt nicht zu mir, sondern allgemein, ne, du darfst das Baby nicht so viel tragen. Also ein Baby mit 8 Wochen, das kann man nicht verwöhnen. Im Gegenteil, ne? Die ist so entspannt und ich kann die jetzt auch mal ablegen, das seht ihr auch in den Videos und dann gluckst die rum und erzählt und lacht und keine Ahnung, also es wird alles besser. Die ersten 6 Wochen, sag ich euch, habe ich hier, wenn wir gegessen haben, also Abendessen, Mittagessen, egal welche Mahlzeit, sie war immer an der Brust. Ich zeige euch, was ich mir geholt habe. Ich habe mir dieses Stillkissen bestellt bei Amazon. Das konnte ich mir halt so richtig zack um den Bauch machen.
Und ich habe sie die ersten 6 Wochen bei fast jeder Mahlzeit hier gestillt, weil ich sie nicht ablegen konnte. Und ja, meistens hatte ich nur eine Hand frei. Der Bernd hat mir mein Essen geschnitten teilweise. Und sowas seht ihr nicht in den Videos, aber das war Realität. Aber ich kann ja euch nicht zeigen, wie ich hier am Essenstisch stille. So, weil, ne, sind halt, weiß ich nicht, wollte ich nicht zeigen, wie ich meine Brust hier am Essenstisch raushole. Und das ist jetzt seit 2 Wochen wesentlich besser geworden. Wir haben hier diesen Aufsatz da, was ihr seht, auf dem Stocke Tripp Trapp haben wir den Aufsatz gebraucht geholt, diesen Newborn-Aufsatz oder wie das heißt. Das ist der alte, also nicht, wo sie so gerade liegt, da sitzt sie so leicht drin wie in so einem Maxi-Cosi. Aber seit 2 Wochen, wenn wir essen, dann kann ich sie da reinlegen und ich kann essen, ohne sie auf mir oder an mir zu haben. Das ist der pure Luxus. Das geht jetzt halt seit 2 Wochen, aber daran merke ich halt, dass es besser wird. Natürlich wird es auch immer wieder vorkommen, dass ich sie zu mir nehme und stille beim Essen und das werde ich auch machen. Ich stille sie in jeder möglichen Lage, wenn sie danach verlangt. Jetzt ist natürlich zurzeit Corona und Lockdown und alles. Man geht nicht so viel raus. Aber gestern zum Beispiel waren wir bei Vielmann, hatte ich einen Termin und ich habe sie eben Vielmann gestillt. Das hat keiner gemerkt. Ich hatte einen Schal um, es ist ja Winter und ich habe sie einfach, ich habe einen Stilltopf natürlich, ich habe sie dann angelegt, habe den Schal darüber gemacht. Das hat niemand gemerkt, glaube ich zumindest. Also man hat nichts gesehen, ne? Und sie war dann halt glücklich und zufrieden. Ich war eine Stunde im Vielmann und sie hat halt gestillt und dann geschlafen und das war alles super. Und ohne Probleme. Ich stille sie sehr oft. Ich würde jetzt mal schätzen, ich zähle das nicht mehr. Ich habe am Anfang so eine App gehabt, wo man halt Start und Stopp drücken konnte, wann man anfängt zu stillen und aufhört zu stillen. Und in den ersten Tagen, also ich würde mal sagen, so die erste Woche, habe ich zwischen 4 und 7 Stunden am Tag gestillt. Zwischen 4 und 7 Stunden. Und das ist ja echt schon ein Vollzeitjob teilweise, ne? Und jetzt würde ich mal so sagen, ist es zwischen, weiß ich nicht, 3 und 5 Stunden, würde ich sagen, innerhalb von 24 Stunden, dass ich sie stille. Sie clustert auch teilweise natürlich, dann sitze ich 2 Stunden mit ihr auf dem Sofa und dock sie immer wieder an, dann schläft sie wieder ein bisschen, dann wird sie wach, dann möchte sie wieder. Ein anderes Mal schläft sie ein, so wie im Tragetuch, wacht auf und ist total zufrieden, dann lege ich sie in ihren Laufstall und dann spielt sie da immer, was heißt immer, manchmal oder in ihre Wippe, dann mache ich noch ein bisschen irgendwas, Haushalt saugen oder so. Das seht ihr dann auch in den Videos, aber das sind dann so, keine Ahnung, 10 Minuten, Viertelstunde, was sie da spielt oder zufrieden ist in der Wippe oder im Laufstall oder wo auch immer, wo sie wach ist. Aber dann möchte sie auch wieder auf den Arm oder kuscheln oder stillen oder was auch immer. Also diese Phasen haben wir natürlich auch. Oder gestern Abend, Nachmittag, ich sag mal so 17 bis 21 Uhr, war sie sehr, sehr unzufrieden. Ne? Wirklich ganz unglücklich. Nicht geschrien wie am Spieß, aber sie hat halt immer geknöttert, egal welche Position. Ich habe sie gestillt, das wollte sie aber auch nicht, weil eigentlich war sie satt. So, man konnte es ihr nicht recht machen. Ne? Sie hatte aber auch nicht jetzt Bauchschmerzen, das hatte ja Calvino. Von daher kenne ich das noch, diese Koliken, wie man das nennt, wenn die dann so drücken, so, aber da kommt nichts. Das hatte sie bis jetzt noch gar nicht, also das fluppt alles. Ich habe irgendwie ein Haar in den Augen immer. Das nervt. So, jetzt ist besser, glaube ich. Also, ja, nehmt eure Babys euch zur Brust, gönnt denen das einfach, die brauchen die Liebe, die genießen das. Für die ist das so viel mehr als nur Nahrung. Für die ist das einfach alles. Ne? Die sind bei Mama, die fühlen sich da sicher, geborgen. Und ja, ich weiß noch nicht, wie lange ich stillen werde oder möchte. Ich lasse das auf mich zukommen. Man sagt ja, das natürliche Abstillalter liegt zwischen 2 und 7 Jahre. Da sehe ich mich jetzt noch nicht so, aber ich weiß es nicht. Ich lasse es, wie gesagt, auf mich zukommen. Ich würde gerne auf jeden Fall das erste halbe Jahr voll stillen und dann langsam mit Beikost anfangen, dass sie halt bei uns vom Tisch mit ist, vermehrt. Ja. Das lasse ich aber einfach auf mich zukommen. Wie es für uns alle am besten passt. Ich bin da immer entspannt. Ich versuche es zumindest. Ne? Ich lasse mich nicht verrückt machen. Lasst euch nicht verrückt machen, wenn die Leute zu euch sagen, deine Milch reicht nicht.
deine Milch sättigt nicht und so. Alles so Sprüche, die man hört. Ich habe den Spruch bekommen, sie braucht einen Schnuller. Nein, braucht sie nicht. Also der Schnuller ist ja der Brustersatz und nicht andersrum. Ne? Es wird ja oft gesagt, dann braucht dein Kind dich als Schnuller. Das ist ja auch so. Und so soll das ja auch sein. Der Schnuller ist ja, also die Babys sind ja nicht vor, was weiß ich, wie vielen Jahren auf die Welt gekommen mit Schnuller, sondern mit der Brust. Die Brust ist dafür da, um die Kinder zu beruhigen. Und ja, vertraut einfach auf euer Muttergefühl und lasst euch nicht reinreden. Und ich kann euch nur empfehlen, auf Facebook diese Stillgruppen, denen beizutreten. Da sind Stillberaterinnen, die geben so ein oberflächliche Tipps geben die so, aber man kann die halt auch kontaktieren. Das sind halt richtige ausgebildete Stillberaterinnen, wenn man jetzt wirkliche Fragen hat, die so, wo die nachrechnen müssen, die Gewichtskurve und sowas alles. Ja, sehr zu empfehlen, die Gruppen. Das beruhigt einen auch einfach, wenn man liest oder vielleicht auch, wenn man hört, wenn ihr jetzt von mir hört, das ist normal. Mein Baby ist auch ganz viel an der Brust und lässt sich nicht so viel ablegen. Manchmal ja, manchmal nein. Hier ist auch kein Tag wie der andere. Also meistens macht sie 3 Schläfchen am Tag an mir. Also sage ich mir jetzt mal, morgens 1,5 Stunden, mittags 3 Stunden, nachmittags 1,5 Stunden, ungefähr. Das ist meistens. Aber zum Beispiel gestern war es komplett anders. Gestern hat sie insgesamt nur 2 Stunden geschlafen über den Tag verteilt. Sonntag auch, also den Tag davor, hat sie auch nur 2 Stunden geschlafen. Es gab aber auch schon andere Tage, da hat sie fast nur geschlafen. Da habe ich schon mit Bernd so, oh mein Gott, ist sie krank oder so. Da hat sie halt nur getrunken, also gestillt und ist wieder eingeschlafen. 1-2 Stunden gestillt, ist wieder eingeschlafen. Das den ganzen Tag. Also wir haben alles. Wir haben die ganz ruhigen Tage, wir haben die stressigen Tage und wir haben die geregelten Tage, wo es halt so nach Plan läuft. Heute, bis jetzt, ist es auch nach Plan. Sie schläft jetzt seit 1 Stunde im Tragetuch und ich habe sie heute in den Schlaf geschunkelt mit meinem Lied Twinkle Twinkle Little Star und dann habe ich geschunkelt einfach, dass sie einschläft, bis sie einschläft und jetzt seufzt sie ganz süß. Hört ihr das? Genau, jetzt atmet sie ganz süß und ja, aber es kann auch sein, dass gleich der Tag wieder umswitcht und nachher ist sie unruhig, man weiß es nicht. Mir hilft es halt einfach, die Situation anzunehmen. Also natürlich mache ich mir auch so einen kleinen Tagesplan, sowas wie Kochen oder so, ne, was ich halt einfach machen muss oder sollte. Wenn ich es nicht mache, dann macht das auch der Bernd, das ist nicht das Problem. Aber für mich würde ich es halt einfach gerne selber schaffen. Und wenn sie dann aber Bedarf hat, dass ich mich um sie kümmere, dass ich mit ihr kuschel, das geht immer vor. Das geht vor YouTube, also bevor ich Vlogs mache, bevor ich die schneide, bevor ich Haushalt mache und es einfach anzunehmen. Ne? Dann sage ich einfach, okay, das ist jetzt so, die Natur hat das wahrscheinlich extra so eingerichtet, dass ich mich jetzt 1-2 Stunden ausruhe mit dem Kind und nicht hier wusel und Haushalt mache. Und dann gehe ich mit ihr aufs Sofa oder ins Bett oder wie auch immer und dann ja, wird gekuschelt und gestillt. Und das alles andere wird weitergemacht. Gestern Abend wollte ich Pizza machen, habe den Teig gemacht, habe alles vorbereitet. Und dann erst als Bernd von der Arbeit gekommen ist, hat er dann die Pizza ausgerollt und belegt und gebacken, weil ich mit ihr auf dem Sofa war. Weil ist halt so. Weil umso mehr ich mich ja dann stresse, dass ich sage, nee, ich muss jetzt die Pizza machen, bleib liegen, umso mehr würde sie ja weinen, irgendwann schreien, sich in Rage schreien, umso mehr bin ich gestresst, umso mehr ist sie gestresst. Und das bringt ja niemandem was, nur dass dann das Essen pünktlich auf dem Tisch steht oder, sag ich jetzt mal, die Wäsche weggeräumt ist. Das läuft alles nicht weg. Ich versuche einfach dann, die Zeit in dem Moment mit ihr zu genießen, weil die Zeit geht echt schnell rum. Wenn ich überlege, dass sie jetzt schon 8 Wochen alt ist, wenn ich die Fotos sehe von Anfang, wie sie nach der Geburt aussah, die erste Woche, sag ich mal, die Zeit geht so schnell. Und ja, genießt die Zeit mit euren Babys und lasst euch nicht reinreden beim Stillen. Wirklich. Das ist so gesund. Es ist so praktisch. Ich bin so froh, dass ich keine Flaschen sterilisieren muss. Oder wenn wir mal länger unterwegs sind, was jetzt nicht oft ist wegen Lockdown, aber wenn wir dann mal länger unterwegs sind, ich muss kein Milchpulver abzählen, kein Wasser mitnehmen, heißt es, oder oh, ich habe nicht mehr genug, oder ja, jetzt muss ich das wegschütten, das ist ja auch eine Kostenfrage. Ich habe einfach immer alles parat,
Das ist alles immer da, perfekt temperiert, hygienisch sauber. Natürlich muss man auch mal waschen, klar, aber es ist wesentlich einfacher, als nach jeder Flasche die Flasche zu spülen, zu sterilisieren. Und wie oft trinken die dann nur 20 Milliliter, obwohl man, sag ich mal, 100 Milliliter zubereitet hat. Ja, und nichts geht über Muttermilch, nichts. Ich habe so viele Reportagen geschaut, so viel nachgelesen, was in der Muttermilch alles drin ist und wie die sich auch anpasst an das Kind. Das ist von dem Speichel vom Kind, was an die Brustwarze geht, davon, das ist wie so ein Detektor, die Brustwarze, davon macht der Körper, also in meinem Fall jetzt mein Körper oder halt euer Körper, die perfekte Muttermilch. Also wenn ich jetzt in Kontakt komme mit was auch immer, an Schnupfen, Mensch hat Schnupfen, dann macht mein Körper antibakterielle, wie auch immer, sag ich mal hier, Antibiotika in die Milch. Die kann dann sogar grün werden, die Milch, was das Kind trinkt, um dem Kind die Abwehrkräfte zu geben und nicht krank zu werden. Das ist doch Wahnsinn. Welche Milch kann das bitte? Welche Pränahrung kann sowas? Das kann keine. Morgens hat die Muttermilch so ein bisschen aufputschende Wirkung. Da ist irgendwas drin, was so wach macht. Und abends hat es einschlafende Wirkung. Das ist doch Wahnsinn. Und es sind so viele Sachen, wo die Muttermilch halt sich anpasst. Und durch Stillen geht das dann ins Baby rein, was eine Prä oder eine Einsa oder was auch immer es da alles gibt, gar nicht kann. Das ist halt immer Einheitsmilch. Das ist so ein Wundermittel, die Muttermilch, dass Sportler Muttermilch kaufen und trinken, irgendwie um, weiß ich nicht, Muskeln aufzubauen? Ich habe keine Ahnung. Das war auch in der Reportage, aber das habe ich vorgespult, weil, weiß ich gar nicht warum, eigentlich interessant, was wäre in der Muttermilch drin, dass Sportler das trinken? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es das Beste, was ihr eurem Baby antun könnt. Und ich versuche es einfach weiter oder ich mache es einfach weiter. Und ich habe auch das nicht in Frage gestellt, obwohl ich schon schlechte Erfahrungen hatte mit dem Stillen. Also schlechte Erfahrungen. Ich habe halt nicht durchgehalten. Ich habe mir reinreden lassen und deswegen war ich auch, also habe ich halt gedacht, es hat nicht geklappt bei mir. Aber eigentlich klappt es bei jeder Frau. Es ist halt wirklich, dass die außenstehenden Menschen einem reinreden, das ist nicht normal. Die kennen halt dieses, das Baby kriegt die Flasche und schläft 4 Stunden so ungefähr. Ne? Das ist beim Stillen nicht so. Beim Stillen ist halt anders. Man muss wissen, was man möchte fürs Kind. Ne? Gut, ihr Lieben, ich glaube, das war ein bisschen durcheinander jetzt, das Video, weil ich einfach drauf losgeredet habe, ohne Zettel und ohne strukturiertes. Ich habe, ja, so ist es halt, eine Kamera angemacht und geredet. Und morgen gibt es wieder einen Vlog. Wenn ihr noch Fragen habt bezüglich Stillen, ich bin natürlich absolut gar keine Stillberaterin und auch keine Expertin, nur meine Erfahrungen gebe ich hier preis. Und was ich gelesen habe und was ich gesehen habe und gehört habe. Aber wenn ihr Fragen habt und ich diese beantworten kann, schreibt mir die unten rein, dann werde ich die beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen zum nächsten Daily Vlog. Ciao!